Die Habsburger, eine der mächtigsten Herrscherdynastien Europas und auch eine Familie voller körperlicher Leiden und Gebrechen. Die Leiden und die Krankheiten der Habsburger sind ja bis heute ein spannendes Thema. Die Familie selbst ist ja sehr groß, also es gibt da sicher eine überdurchschnittlich große Anzahl an Leiden. Vor allem Geschlechtskrankheiten grassierten in der Kaiserfamilie. Hier gleich am Anfang eine sehr spannende Liste. Es ist eine Liste der Mätressen und Kupplerinnen, also der Bordellbesitzerinnen. Tripper, das war eine der gängigsten Geschlechtskrankheiten, mit denen sich fast jeder einmal angesteckt hat. Hier sehen wir eine Spritze, was man früher verwendet hat, zum Beispiel für Kokain. Wir nennen sie heute Suchtmittel. Und ich glaube, es war das Einzige, was es gab, um über diese schrecklichen Leiden hinwegzukommen. Krankheiten und Leiden findet man in allen Herrscherdynastien der Weltgeschichte. So auch beim ehemaligen Herrschergeschlecht Österreichs, den mächtigen Habsburgern. Katrin Unterreiner ist Historikerin und Autorin. Die Habsburger und ihre Leiden und ihre Krankheiten sind bis heute ein spannendes Thema, einfach weil sie uns so viel über die Alltagskultur und Alltagsgeschichte und die Lebensumstände, gesellschaftliche Spielregeln der jeweiligen Zeit erzählen und damit ein sehr anschauliches Abbild der Gesellschaft bieten. Die Hofapotheke war seit Maria Theresia die Hausapotheke der kaiserlichen Familie und exklusiv für deren Leiden zuständig. In den sogenannten Hofrezeptbüchern wurde alles vermerkt. Heute kann man im österreichischen Staatsarchiv in den alten Büchern stöbern. Sehr persönliche, fast intime Einblicke in Lebenswandel und körperliche Verfassung der Habsburger. Thomas Just ist der Leiter der Abteilung Haus, Hof und Staatsarchiv. Er zeigt der Historikerin Katrin Unterreiner diese delikaten Schriftstücke. Das Spannende an diesen Hofrezeptbüchern ist ja, dass anhand der Rezepte nicht nur die Krankheitsgeschichte, sondern auch so die Lebensgeschichte festgestellt werden kann. Deswegen ist das eine unglaublich spannende Quelle. Sie ist bis heute eine der bekanntesten und schillerndsten Figuren der ausklingenden Donaumonarchie. Die bezaubernde und von allen bewunderte Kaiserin Elisabeth. Elisabeth erlebte eine unbeschwerte Kindheit, war attraktiv, reich und gebildet. Im Laufe der Zeit verfiel sie zunehmend dem Schönheitswahn, trieb exzessiv Sport und war kränklich und depressiv. Ein selbstzerstörerischer Kreislauf setzte sich in Gang, der nicht mehr aufzuhalten war. Ihre Bilderbuchehe mit Kaiser Franz Josef war bald nur noch Schein. Das Leben der Kaiserin verlief längst nicht wie im Märchen. Und der kaiserliche Hof wurde für sie mehr und mehr zum unentrinnbaren Gefängnis. Das wäre jetzt das voluminöse Rezeptbuch für die Kaiserin Elisabeth. Was insofern interessant ist, als die Elisabeth eigentlich selten krank war in dem Sinn. Das soll ich Ihnen glauben, bei dem, was dieses Buch erzählt? Ja, das meiste sind appetitanregende, appetitfördernde, verdauungsfördernde Rezepturen. Und interessanterweise sehr viel Cannabis gegen Husten. Heimo Robert ist Apotheker und Inhaber der Kurapotheke im oberösterreichischen Kurort Bad Ischl. Sissi hat neben ihrem Schönheitswahn, muss man schon fast sagen, auch stark unter Husten gelitten. Dies ist zwar nicht so gut dokumentiert, aber man hat damals sehr gerne zu Cannabis-Zigaretten gegriffen, die meistens aus Indien kamen, weil einfach auch wieder der Husten leicht gelindert wird und das ganze System ein bisschen beruhigt wird. In Bad Ischl in Oberösterreich führte einst der erste Tanz des zukünftigen Kaiserpaares in eine große Liebe. Ihr Leben lang blieben Sissi und Franz Josef mit diesem schicksalshaften Ort verbunden. Hier befindet sich auch die Kaiservilla, die ein Hochzeitsgeschenk der Kaisermutter an Franz Josef und Elisabeth gewesen ist.
Das Haus wurde adaptiert und zusätzlich entstanden zwei Seitenflügel, die dem Gesamtbauwerk die Form eines E verliehen, was auf eine mögliche Hommage des Bauherrn an seine Ehefrau hindeutet. Valentin Habsburg-Lothringen ist der Ururenkel von Sissi und weiß um die vielfältigen gesundheitlichen Probleme seiner Familie. Die Familie selbst ist ja sehr groß, also es gibt da sicher eine überdurchschnittlich große Anzahl an Leiden. Also ich erinnere mich da an das Stellungsdokument, wo man ja angeben musste, ob es gewisse familiäre Belastungen gäbe. Ich durfte da recht viel ankreuzen, aber das hängt auch mit der sehr großen Anzahl der Verwandten zusammen. Meine Urgroßmutter hatte 10 Kinder, meine Großmutter hatte 13 Kinder. Also so ist eigentlich die Stichprobengröße, würde ich sagen, schon überdurchschnittlich groß. Elisabeth betrieb einen ausufernden Schönheitskult. Sie widmete sich stundenlang ihrer Haarpracht. In der Hofapotheke wurden Gesichtscremen extra für sie angefertigt. Die Kaiserin hat doch sehr intensiv an ihrem Schönheitsideal gearbeitet. Das Ausmaß nahm vielleicht gemäß heutiger medizinischer Literatur schon besorgniserregende Ausmaße an. Mehrere Stunden jedes Tages wandte sie für den Erhalt ihrer Schönheit auf. Zur Schönheitspflege hat ja nicht nur Schönheitspflege im klassischen Sinn gehört, sondern auch Frisurpflege, Haarpflege, ihren sportlichen Körper, auf den sie sehr stolz war, zu erhalten. Sie war den ganzen Tag damit beschäftigt, eigentlich sich zu pflegen und zu trainieren. Schön zu sein wurde für Elisabeth zur Lebensaufgabe. Sie betrieb exzessiv Sport, hungerte ihren Körper bis zur Magersucht aus und steuerte dabei unaufhaltsam der physischen und psychischen Erschöpfung entgegen. Im zunehmenden Alter hat das natürlich auch ihre Essensgewohnheiten beeinflusst. Ihre Kuren, die sie immer wieder ausprobiert hat, mit einmal tagelang nur Milch oder tagelang nur Obst. Also das war schon durchaus krankhaft. Bad Ischl in Oberösterreich ist heute ein beliebter Urlaubsort. Berühmt ist er auch wegen der Kurkonditorei. Sie wird heute von Josef Zauner geführt. Er begann vor über 50 Jahren beim ehemaligen K&K-Hofzuckerbäcker und Hoflieferanten und kennt so manch kaiserliches Geheimnis. Es wurde immer wieder darüber gesprochen, dass Sissi Mundgeruch hatte. Und aus diesem Grund hat sie immer Veilchen gekaut. Des Geruches wegen. Wahrscheinlich hat sie diesen Geschmack gerne mögen. Und ihr Lieblingsdessert war auch das Veilchen-Sorbet. Sie hat gern ein Veilchen-Sorbet gegessen und dazu ein Gläschen Champagner. Sissis Leben am kaiserlichen Hof war einem strengen Zeremoniell unterworfen. Um dem zu entkommen, flüchtete sie sich in lange Reisen. Rheuma und Ischias-Beschwerden traten dabei immer öfter auf. Zur Linderung der Schmerzen hatte sie ihre eigene Reiseapotheke mit. Und in ihren späteren Jahren hat sie auch Kokain verabreicht bekommen, oder? Ich meine, das ist irgendwie ist das ein immer wiederkehrendes Medikament. Aber bei ihr, der große Unterschied ist, dass sie Kokain intravenös gespritzt hat. Christiane Drummel ist Direktorin des Josephinums in Wien. Dieses ehrwürdige Gebäude gründete Kaiser Josef II. Im Jahr 1785 für die Ausbildung von Militärärzten. Heute verbergen sich dort verschiedenste Sammlungen. Unter anderem die Gerichtsmedizinische Sammlung der Medizinischen Universität Wien. In der Restaurationswerkstatt zeigt Frau Drummel ein ganz besonderes Objekt. Hier sehen wir ein Injektionsbesteck, eine Spritze, in die man eine Nadel einsetzen kann. Und was man früher verwendet hat, zum Beispiel für Kokain. Und man könnte sich vorstellen, dass so eine Spritze auch von Kaiserin Elisabeth verwendet wurde. Man darf nicht vergessen, Sigmund Freud hat ja damals nicht nur in seinen Schriften, sondern auch all seinen Patientinnen, auch der gehobenen Gesellschaft, Kokain empfohlen bei Depressionen, war's bei das Melancholie. Das auch schon in die Zeit zu Elisabeth, Freud und Elisabeth, ja. Das geht zusammen? Ja, 1884 hat er
über Koka publiziert. Ah, okay. Und Kokain als Wundermittel gegen Erschöpfungszustände und vor allem Depressionen empfohlen. Depressionen beginnen die Kaiserin immer mehr zu plagen. Ihre letzte Station führt sie an den Genfer See, wo sie sich Ende August 1898 inkognito aufhält. Auf der Seepromenade wird sie von einem anarchistischen Attentäter angegriffen und tödlich verletzt. Der Mörder wählt Elisabeth als Opfer für seine Botschaft aus. Er will ein Zeichen gegen die Reichen setzen. Ein tragisches Ende für eine der bekanntesten Habsburgerinnen. Hier sehen wir jetzt die Feile, mit der Kaiserin Elisabeth im September 1898 von Luigi Lucchini in Genf ermordet wurde. Diese Feile hat sie unterhalb des Herzens getroffen. Und sie hat das gar nicht als das, was es war, empfunden, sondern eher nur als einen Schlag und ist aber dann innerlich verblutet an diesem Stich in die untere Teil ihres Herzens. Sie war eine der bedeutendsten Herrscherinnen der Aufklärung und eine der berühmtesten Habsburgerinnen, Maria Theresia. Zunächst war sie nicht für die Thronfolge vorgesehen. Erst als kein männlicher Thronerbe in Aussicht war, ging die Regentschaft auf sie und ihren Gatten Franz Stephan von Lothringen über. Die Ehe galt als glücklich, auch wenn Franz Stephans Affären die Harmonie immer wieder trübten. Auch erreichten nur 10 ihrer 16 Kinder wegen der damals hohen Kindersterblichkeit das Erwachsenenalter. Die Regentin selbst starb im Alter von 63 Jahren an einer Lungenentzündung. Maria Therese hatte ja eigentlich eine erstaunlich gute Konstitution. Dafür wurde sie auch von den Zeitgenossen bewundert, dass sie nicht hitzeempfindlich ist, nicht kälteempfindlich ist, immer und überall an erster Stelle und in erster Reihe steht und sich auch den Elementen aussetzt und niemals krank wird. Also das hat man sehr bewundernd festgestellt. Im Alter ist sie aber wirklich augenscheinlich enorm korpulent geworden, also wirklich dick gewesen. Man hat sich oft gefragt, warum eigentlich? Heute noch liest man, dass Maria Theresia an Fettsucht litt. Doch stimmt dieses Gerücht? Der Grund lag eigentlich an einer Herzschwäche. Sie hatte sehr hohen Blutdruck und dieser hohe Blutdruck hat eine Herzinsuffizienz ausgelöst. Und durch diese Herzinsuffizienz hat sie dann Wasserablagerungen im Gewebe gehabt. Das hat sie dann so unförmig und enorm dick wirken lassen. Zu den gefährlichsten Infektionskrankheiten der damaligen Zeit zählten die Pocken. Im 18. Jahrhundert starben in Europa noch bis zu 10% aller Kleinkinder daran. Auch die Habsburger blieben von der Krankheit nicht verschont. Kaiserin Maria Theresia verlor 2 Töchter durch die Seuche, eine dritte wurde stark verunstaltet und auch ihr Sohn hatte mit den Pocken zu kämpfen. Die beiden Frauen Josefs II. Sind an den Pocken verstorben und er hat wirklich darauf gedrungen, hier eine Impfung einzuführen gegen die Pocken. Es wurden auch 4 Mitglieder der kaiserlichen Familie gegen die Pocken geimpft. 1767 suchten die Pocken auch Maria Theresia heim. Sie erholte sich zwar davon, aber von da an war sie mit Pockennarben gezeichnet. Pocken haben natürlich große Narben hinterlassen. Sie hatte danach ein ziemlich von diesen Pockennarben entstelltes Gesicht. Das hat sie dann bis zu ihrem Tod begleitet. 1780 starb Maria Theresia an einer Lungenentzündung und wurde in der Wiener Kapuzinergruft neben Gatten und Sohn begraben. Er war der Neffe von Kaiser Franz Josef und sollte durch seinen skandalösen Ruf und seinen Beinamen in der Geschichte der Habsburger nachklingen. Die Rede ist von Otto, dem schönen Erzherzog. Otto, auch Boller genannt, führte ein ausschweifendes und skandalträchtiges Leben, obwohl er aus einem katholischen Elternhaus kam und eine typische Offizierslaufbahn durchlief. Am kaiserlichen Hof hätte man lieber ihn als Nachfolger Franz Josefs auf dem Thron gesehen.
denn er war um einiges beliebter als sein Bruder Franz Ferdinand. Ottos Ehe mit Maria Josepha Luise von Sachsen bestand nur am Papier. Seine unzähligen Affären brachten ihm neben einigen unehelichen Nachkommen auch Geschlechtskrankheiten ein. Das ist das Buch des Erzherzogs Otto, der ja an Syphilis gestorben sein soll. Nicht nur gestorben sein soll, sondern wie sich aus dem Rezeptbuch ganz eindeutig feststellen lässt, gestorben ist. Bereits im 15. Jahrhundert breitete sich über Europa eine Geschlechtskrankheit aus, die alle das Fürchten lehrte. Die Syphilis befiel Haut und Organe und konnte bis zur Zerstörung des zentralen Nervensystems führen. Die auch als Gottesstrafe gesehene Lustseuche forderte in ganz Europa unzählige Todesopfer. Bei manchen gab es auch so chronische Phasen wie beim Erzherzog Otto, das ist ganz spannend. Der hat ja, während er schon seine Syphilis-Erkrankung hatte, er hat sich um 1900 angesteckt, angeblich bei einer Kokotte in Monte Carlo, sehr mondän. Und hat ja dann danach auch noch mit anderen geliebten Kindern gezeugt. Aha. Also das ist, gab auch bei Syphilis, das ist das... Das heißt, er wurde nicht unfruchtbar in diesem Zusammenhang? Nein, da wurde man nicht unfruchtbar. Aha. Und es gab auch bei einer chronisch verlaufenden Syphilis, die sich über Jahre ziehen konnte, Phasen, wo man nicht ansteckend war. Mhm. Deswegen hat er auch seine Geliebte nicht angesteckt und hat auch zwei gesunde Kinder in der Zeit zur Welt gebracht. Syphilis trat quer durch alle Gesellschaftsschichten auf. Kaiserhaus, Adel und Militär waren davon genauso betroffen wie Bürgertum und Proletariat. Um Ansteckung zu vermeiden, wurde die Abhärtung des Penis mit Weingeist, Essig oder Zitronensaft empfohlen. Auch gab es schon erste Kondome, die aus Blinddarmen von Lämmern gefertigt wurden. Die Durchseuchung der Gesellschaft um 1900 war ja eigentlich eklatant. Das geht auch darauf zurück, dass gerade in Wien sehr viele Frauen als Geheimprostituierte gearbeitet haben, einfach weil sie mit ihrem normalen Beruf, den sie hatten, nicht überleben konnten. Im österreichischen Staatsarchiv in Wien zeigt Thomas Just, der Historikerin Katrin Unterreiner, ein brisantes Dokument, das zum Schutz des kaiserlichen Ansehens lange unter Verschluss gehalten worden ist. Hier gleich am Anfang eine sehr spannende Liste. Es ist eine Liste der Mätressen und Kupplerinnen, also der Bordellbesitzerinnen in Wien. Und, und das Interessante, genau, mit den Kunden. Ja, genau. Wie ist es zu diesem Akt gekommen? Ja, der Akt ist angelegt worden, weil die ganzen Erzherzöge überwacht wurden oder eigentlich aus Sicherheitsgründen überwacht wurden. Die hatten außer militärische Aufgaben nicht allzu viel zu tun und da ist sehr oft anscheinend ins Bordell gegangen worden und da ist sehr viel Geld irgendwelchen Damen versprochen worden und da hatte man immer ein Auge darauf, dass da A, nichts bekannt wurde und B, dass dieses Geld dann oft wieder zurückgeholt wurde. Zum Beispiel hier, die Fiaker-Milli ist ja auch heute fast noch legendär und hier steht eben auch, wer der Kunde der Fiaker-Milli gewesen ist. Die Fiaker-Milli oder Emilie Turecek, wie sie mit richtigem Namen hieß, war eine schillernde Figur der damaligen Wiener Partyszene. Ihre legendären, provokativen Auftritte als Volkssängerin in engen Reiterhosen und anderer Männerkleidung uferten nicht selten in Sexorgien aus. Ihr Treiben blieb nicht ohne Folgen und brachte sie mit gerade mal 41 Jahren in ein Armengrab. Wenn wir da weiterschauen, das ist ein Brief über die Nachricht darüber, dass dass der Erzherzog Otto hohe Darlehen aufgenommen hat. Weil der Erzherzog Otto eben auf Balletösen versessen. Otto pflegte eine Vielzahl an außerehelichen Beziehungen. Die bekanntesten und folgenträchtigsten Liaisonen waren jene mit der extravaganten Balletttänzerin Marie Schleinzer und der eleganten Sängerin Luise Robinson. Mit diesen beiden setzte er sogar zwei Kinder in die Welt, die er offiziell anerkannte und Zeit ihres Lebens versorgte. Erzherzog Otto war
sicher einer der auffallendsten und schillerndsten und skandalträchtigsten Habsburger. War ein sehr fescher Mann, hat auch der fesche Erzherzog geheißen, also war gut aussehend und war ein stadtbekannter Bon Vivant, dem Alkohol nicht abgetan und vor allem schönen Frauen nicht abgeneigt. Zu den bekanntesten Anekdoten der erzherzoglichen Eskapaden zählt ein angeblicher Vorfall während einer Orgie im berühmten Hotel Sacher. Demnach soll Otto dort nackt, einzig mit Säbel bewaffnet und mit dem Orden des Goldenen Vlieses behängt, durch die Gänge des Hotels getorkelt sein. Dabei lief er auch der Frau des britischen Botschafters in die Arme, was den Vorfall öffentlich bekannt machte und neben diplomatischen Folgen auch Ottos Verbannung aus Wien durch den Kaiser hervorrief. Wir sind da hier offensichtlich wirklich schon ganz am Ende der Behandlung des Erzherzogs. Ja, aber das Spannende ist schon, wie sozusagen, dass man das einmal sieht. Hier diese ganzen Medikamente gegen Geschwür im Rachenraum, das ist ganz klassisch. Auch also jodhältige Rezepturen. Und dann waren... hier ist ja ein Eintrag, da steht genau. Rezept zum Einpinseln und hier Gift mit zwei Rufzeichen versehen. Der Erzherzog Otto ist der Einzige, das lässt sich eben in diesem Rezeptbuch ganz anschaulich darstellen, der die klassische Quecksilber-Schmierkur bekommen hat. Das war das Einzige, muss man sich darunter vorstellen. Das war das Einzige, wo man gedacht hat, dass das irgendwie hilft. Man hat den ganzen Körper mehrmals am Tag über Wochen mit Quecksilbersalbe eingeschmiert. Mhm. Man dachte, dass dann durch die Haut so ein desinfizierender und damit heilender Prozess eingeleitet wird. In Wahrheit nur durch das Einatmen und über die Lunge hat das Quecksilber, die Quecksilberdämpfe schon desinfizierend gewirkt. Und gleichzeitig auch vergiftet. Ja? Aber natürlich vergiftend. Es sind ja sehr viele auch im Laufe der Geschichte eher an der Quecksilbervergiftung als an der Syphilis gestorben. Und durch das Einatmen der giftigen Dämpfe über einen längeren Zeitraum hat man natürlich auch andere Nebenwirkungen gehabt. Haarausfall, die Zähne sind ausgefallen, alle möglichen. Das waren auch so die Warnhinweise, wenn man eine junge Frau oder einen Mann kennengelernt hat. Mit schütterem Haar und ohne Zähne. Soll man aufpassen. Na ja, gut, also ich habe auch schütteres Haar. Die Syphilis deformierte den Erzherzog so massiv, dass er sich immer mehr isolierte. Seine letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen in seiner Villa, wo ihn seine letzte Geliebte bis zu seinem Tod mit 41 Jahren pflegte. Ottos älterer Bruder war beim Volk wesentlich unbeliebter. Sein Tod verlieh ihm aber eine tragische Berühmtheit. Die Rede ist von Erzherzog Franz Ferdinand. Seine Interessen, allen voran die Jagd, passen schon mehr ins Bild eines militärisch geprägten Herrschers. Franz Ferdinand geht demnach auch als der schießwütigste Habsburger in die Geschichte ein. Seine Jagdleidenschaft grenzt schon an Suchtverhalten, da er im Laufe seines Lebens an die 275.000 Tiere abschoss und ausstopfen ließ. Das tödliche Attentat auf ihn und seine Frau Sophie in Sarajevo löste eine Staatskrise aus, die die ganze Welt ins Chaos stürzte. Da haben wir das Hofrezeptbuch für Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger. Ja, das Interessante an diesen Hofrezeptbüchern ist ja, dass alle gängigen Krankheiten der damaligen Zeit auch hier vorkommen. Also die haben auch nicht vor den Mitgliedern des Kaiserhauses Halt gemacht. Und Franz Ferdinand ist einer derjenigen, der an einer der weitverbreitetsten Krankheiten erkrankt ist, nämlich Tuberkulose. Auch genannt die Wienerische Krankheit. Diesen Beinamen bekam die Tuberkulose aufgrund ihres massiven Auftretens in Wien im 18. und 19. Jahrhundert. Allein im Jahr 1867 starben fast 27% der Wienerinnen und Wiener an der Infektionskrankheit. Es waren alle Bevölkerungsschichten davon betroffen, aber in den ärmeren Arbeiterbezirken war die Sterblichkeitsrate am höchsten. Die Tuberkulose galt daher auch als die Volkskrankheit der Arbeiterschaft. Der Pflasterstaub, der etwa beim Bau der Wiener Ringstraße aufgewirbelt wurde, trug zur Verbreitung der Krankheit maßgeblich bei.
Im ursprünglich als psychiatrische Klinik erbauten Narrenturm zeigt Sammlungsmanager Eduard Winter ein ganz besonderes Objekt. Bei diesen zwei Präparaten hier veranschaulichen wir damit die Auswirkungen der Tuberkulose. Also, da sind wir Tuberkulose, die den Schädel befallen hat, was man in diesen Stellen hier sehr, sehr gut sehen kann. Und hier hinten haben wir einen Primärkomplex der Tuberkulose. Das heißt, da hat sich das Bakterium schon über den Erstinfektionsherd ausgebreitet. Das ist ein Apparat, der dazu dienen sollte, einen Pneumothorax zu erzeugen. Das heißt, da wurde ein Unterdruck im Oberkörper erzeugt, damit ein Lungenflügel kollabiert, der von der Tuberkulose befallen ist. Und dadurch, dass der Lungenflügel eben dann nicht mehr aktiv ist, hat man gedacht, dass man dadurch die Tuberkulose behandeln und ausheilen konnte. Das Schloss Artstetten in Niederösterreich war der Sommersitz Franz Ferdinands und wurde in weiterer Folge auch zur letzten Ruhestätte des Thronfolgers. Alix Darambür-Frey, die Ururenkelin Franz Ferdinands, führt das Museum in fünfter Generation und weiß um die Leiden und Süchte der Habsburger. Wie nennen Sie heute Suchtmittel? Ich glaube nicht, dass das so klassifiziert war früher. Und ich glaube, es war das Einzige, was es gab, um über diese schrecklichen Leiden hinwegzukommen. Also ich glaube, Sie waren sehr glücklich, irgendwas zu haben, um diese Leiden nicht ertragen zu müssen. Und da wurde eben auf Kokain, Morphium, Opium und was gab's noch? Codein wurde dort zurückgegriffen. Am 15. Dezember 1892 bricht der Thronfolger an Bord der SMS Kaiserin Elisabeth zu einer großen Weltreise auf. Die als wissenschaftliche Expedition ausgegebene Reise findet auf Anraten seiner Ärzte statt, die sich durch die Klimaveränderungen eine Verbesserung seiner noch nicht eindeutig diagnostizierten Krankheit versprechen. Während der Weltreise waren sie auch in Tokio und in Japan. Und man weiß, dass während dieser Weltreise auch Opium konsumiert wurde. 1895 dann die schockierende Diagnose. Lungentuberkulose. Die Folgen sind ausgedehnte Kuraufenthalte. Der Franz Ferdinand ist ja wegen dieser Tuberkulose auch ein Jahr in Ägypten gewesen zur Kur. Also eher ungewöhnlich, dass man, würde man heute sagen, dass man nach Ägypten zur Kur fährt. Aber für ihn war das irgendwie, glaube ich, recht wichtig, dass er dort von dieser Tuberkulose auch geheilt werden konnte. Ja, das war einfach dieses trockene, warme Klima, das dazu beigetragen hat, dass er das auskurieren konnte. Die Ehe mit der nicht standesgemäßen Sophie Kotek stand vom Beginn an unter keinem guten Stern. Das daraus folgende Zerwürfnis mit dem kaiserlichen Hof war der Gesundheit wohl auch nicht gerade förderlich. Was ihm aber geblieben ist, Zeit seines Lebens als Spätfolge, war starker Husten. Mhm. Und er hat alles, was es damals an hustenreizstillenden Medikamenten gegeben hat, ausprobiert. Okay. Und gehört eigentlich zu den Mitgliedern des Kaisers, die wirklich die meisten Medikamente genommen hat und vor allem sehr viele mit Rezepturen, mit Wirkstoffen, die heute definitiv als Suchtgift sind. Also zum Beispiel Morphium oder. Er hat Unmengen von Morphium, Pulver gegen Husten, ja. Opium, Gurgelwasser, das war noch stärker teilweise, um diesen ständigen, offensichtlich sehr starken Hustenreiz irgendwie zu bekämpfen. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 löste weder am kaiserlichen Hof noch in der Bevölkerung großes Bedauern aus, da Franz Ferdinand nie sehr beliebt war. Sein gewaltsamer Tod jedoch zog weltverändernde Konsequenzen nach sich. Die letzte Ruhe fanden Franz Ferdinand und seine Frau in Artstetten. Dieser Tod wurde ja aus Protokollgründen entschlossen, kein Staatsbegräbnis zu machen. Was wäre gewesen, wenn sich diese ganzen Staatsoberhäupte, die eigentlich nach Wien fahren wollten für dieses Begräbnis, wenn die gekommen wären und gesprochen hätten? Also das Was wäre, wenn, vielleicht wäre der Erste Weltkrieg ganz anders abgelaufen.
Er war der am längsten regierende Monarch und eine der bekanntesten Figuren der Habsburger Dynastie. Kaiser Franz Josef I. Franz Josef wurde von frühester Kindheit an auf die Regentschaft vorbereitet und mit gerade einmal 18 Jahren zum Kaiser gekrönt. Seine zeitlebens große Liebe zu Elisabeth wurde durch den Selbstmord des gemeinsamen Sohnes, Kronprinz Rudolf, wohl schwer belastet. Das Kaiserpaar entfernte sich immer mehr voneinander. Mit der Schauspielerin Katharina Schratt verband Franz Josef eine lebenslange platonische Freundschaft. Er starb im November 1916 an den Folgen einer Lungenentzündung. Kaiser Franz Josef gehört ja eigentlich zu den gesündesten Mitgliedern des Kaiserhauses. Er war praktisch nie krank. Er hatte ein Laster und das war das Rauchen. Er war ganz extrem starker Raucher. Das Ergebnis war, und das sieht man jetzt hier in den Rezeptbüchern, Unmengen von Codein, die ihm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte völlig bedenkenlos verschrieben wurden. Ist das schädlich? Naja, gesund ist es nicht. Dem Heilwasser im Kurort Bad Ischl in Oberösterreich wurde damals eine schwangerschaftsfördernde Wirkung zugesprochen. Die nach mehreren Fehlgeburten immer noch kinderlose Kaisermutter hatte dies mit neuer Hoffnung erfüllt, die dann tatsächlich mit dem ersten Kind belohnt worden war. Die Erzherzogin Sophie und ihr Mann Franz Karl hatten ja unter Kinderlosigkeit gelitten. Und Dr. Wierer hat sie dann schon in einen bekannten Kurort geschickt, Bad Ischl, mit seiner guten Luft und mit den Sohlelösungen. Und dann geschah auch ein kleines Wunder, denn sie hatten dann in kürzester Abfolge 3 Kinder bekommen und später sogar noch welche. Und der bekannteste war natürlich dann der Kaiser Franz Josef. Und das war natürlich dann für Bad Ischl der Aufstieg zum Weltkurort und war natürlich was ganz Besonderes. Die Sommer in Bad Ischl trugen sicher dazu bei, dass Franz Josef zeit seines Lebens auch ein überwiegend gesunder Kaiser geblieben ist. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Kaiser Franz Josef doch im Großen und Ganzen recht gesundes Leben geführt hat. Die viele Bewegungen, die er gemacht hat, insbesondere hier im Salzkammergut, hat sicher auch positiv zu seinem Leibeswohl beigetragen. Er ist eben auf die Berge des umliegenden Salzkammerguts zur Jagd gegangen und hat auch immer selbst auch sein Gewehr selbst hochgetragen. Es waren auch längere Touren, die Jagden waren auch große Anstrengung auch. Und das, wie man heute auch weiß, trägt es ja auch sehr zu einer erhöhten Lebenserwartung bei. Schon in Kindertagen wurde Franz Josef oft von seinen Geschwistern isoliert, da am Hof immer wieder Kinderkrankheiten umgingen und Ansteckungen für die Thronfolge äußerst gefährlich sein konnten. Sobald ein Kind erkrankte, wurde es sofort für mehrere Wochen in einem anderen Trakt der Hofburg untergebracht. Das war für die Kinder natürlich sehr hart, weil sie ihre Familie teilweise wochenlang nicht sehen konnten. Da gibt es ja rührende Schilderungen, wie man sich über lange Gänge in der Hofburg zuwinken durfte oder mal beim Fenster rauswinken durfte. Aber diese Quarantänephasen geben uns ein sehr schönes Bild des Alltags, weil sich die Geschwister dann natürlich täglich Briefe geschrieben haben. Als Franz Josef den Ersten Weltkrieg lostrat, war er 84 Jahre alt und wurde mit starken Schmerzmitteln behandelt. War der greise Herrscher mit dieser Medikation amtsfähig genug für eine Entscheidung von solcher Tragweite? Es kann natürlich schon sein, dass die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, durch die heute als Drogen geltenden Medikamente beeinflusst wurden. Aber es war natürlich auch eine der wenigen Möglichkeiten, um Schmerzen zu lindern oder um einfach Schlaf zu finden, weil viele Medikamente, die heute natürlich sind und als selbstverständlich gelten, damals noch nicht vorhanden waren. Im Oktober 1916 befällt den Kaiser eine schwere Bronchitis. Er stirbt kurz darauf an einer Lungen- und Rippenfellentzündung. Ob das auch damit zusammenhängt, dass Franz Josef zeitlebens ein starker Raucher gewesen ist, geht weder aus dem Totenschein noch aus anderen Aufzeichnungen hervor.
Erzherzog Ludwig Viktor war der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef und galt als Sonderling und schwieriger Charakter. Im Familienkreis nannte man ihn auch Erzherzog Luzi-Wuzi. Eigentlich hätte das nächste Kind der Kaiserfamilie ein Mädchen werden sollen. Doch Kaiserin Sophie brachte wieder einen Buben zur Welt. Ludwig Viktor galt als exzentrisch und schwierig. Seine allerorts bekannte Homosexualität wurde aber am kaiserlichen Hof lange Zeit toleriert. So lange, bis er beim Kaiser in Ungnade fiel und bis zum Ende seiner Tage aus Wien verbannt wurde. Es ist kein Geheimnis, Ludwig Viktor war homosexuell und Franz Josef war da auch absolut aufgeschlossen. Er hatte überhaupt kein Problem mit homosexuellen Mitgliedern seiner Familie. Es gab ja mehrere schwule Habsburger und Erzherzoge, die alle eigentlich ein ganz normales Leben geführt haben. Das Problem war nur, dass es dann wirklich einen Eklat gab im berühmten Zentralbad. 1868 im Zentralbad der heutigen Herrensauna Kaiserbründel in der Wiener Weiburggasse kam es zu diesem Eklat. Der extravagante Erzherzog soll sich einem Offizier so anzüglich genähert haben, dass dieser ihn ohrfeigte. Daraufhin blieb dem Kaiser keine andere Wahl. Er musste Luzi-Wuzi aus Wien verbannen. Was dazu geführt hat, dass es so viele Gerüchte um einen angeblichen Irrsinn gibt, ist, dass Ludwig Viktor dann an Demenz erkrankt ist. Das lässt sich ganz klar feststellen heute. Es wurde auch ein Pfleger extra ausgebildet und angestellt, der ihn betreut hat. Ludwig Viktors größtes Leiden war wohl die Unfähigkeit, seiner Herkunft und seiner Situation entkommen zu können. Seine Neigungen und das damit einhergehende skandalträchtige Leben isolierten den Erzherzog zunehmend von der Außenwelt und zerstörten ihn körperlich und seelisch. Er war der einzige Sohn von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth und der Hoffnungsträger der Monarchie. Ein liberaler junger Mann, Kronprinz Rudolf. Er sollte zu einem pflichtbewussten Soldaten und guten Katholiken erzogen werden. Schon von Kind an wurde er vom Kaiser militärisch gedrillt, was sein sensibles Gemüt zusehends überforderte. Rudolf führte ein fremdbestimmtes und konfliktreiches Leben. Die Ehe mit Prinzessin Stephanie von Belgien wurde ihm vom Kaiser aufgezwungen und war unglücklich. Die Umstände, die zum Selbstmord des Kronprinzen auf Schloss Meierling führten, sind bis heute nicht gänzlich geklärt. 1886 ist ja bei Rudolf Tripper festgestellt worden. Gonorrhoe. Also nicht Syphilis? Nicht Syphilis, sondern Tripper. Das war eine der gängigsten Geschlechtskrankheiten, mit denen sich fast jeder einmal angesteckt hat. Wien war im 19. Jahrhundert eine Weltmetropole. Neben all dem politischen und kulturellen Aufstreben wurde aber auch wie eh und je dem Laster gefrönt. Das bot in den Hinterzimmern und Bordellen der Stadt einen nährhaften Boden für die verschiedensten Geschlechtskrankheiten. Die beim Kronprinz diagnostizierte Gonorrhoe wurde aber eher als Kavaliersdelikt gesehen, denn als Krankheit. Er steckte auch seine Frau Stephanie mit Tripper an. Sie wurde dadurch unfruchtbar, die Ehe zunehmend unglücklicher. Er hat die gängige Tripperbehandlung bekommen. Also da sieht man frisch gefüllte Copaiba-Kapseln. Mhm. Das war entzündungshemmend und antiseptisch. Und weil das ja für Männer sehr schmerzhaft ist, hat man auch die gängigen Schmerzmittel verschrieben. Und das war Kokain. Ah ja. Da sieht man das Rezept. Stimmt, also hier sieht man Kokainverschreibung. Und daneben ist so eine Zeichnung einer... Nur eines Zäpfchens, nehme so ich mal an. So ist es. Das war die beste Möglichkeit, die Schmerzen lokal zu behandeln. Okay. Kokainzäpfchen. 1859 wurde Kokain erstmals von einem deutschen Chemiker in Europa extrahiert. Aber erst Sigmund Freud machte die Droge auf breiter Ebene bekannt. Er pries Kokain zur Heilung von Depressionen und Impotenz an. Auch Rudolf wollte seine Depressionen damit bekämpfen. Schwer wogen die Lasten seiner Kindheit, mit denen er sein ganzes Leben zu kämpfen hatte. Sein persönlicher Konflikt mit seinem kaiserlichen Vater belastete ihn immer mehr,
Seine Stellung bei Hof war hoffnungslos. Einsamkeit und Verzweiflung waren die Folge lebenslanger Kränkungen. Auf die Liebe und Zuwendung seiner Eltern hoffte er vergebens. Der tragische Selbstmord des Kronprinzen war nicht nur eine der größten Skandale der Monarchie, sondern auch eine große Tragödie. Insofern als Kronprinz Rudolf, der ja schon ein Jahr lang eigentlich diesen Selbstmord angekündigt hatte, der aber offensichtlich jemanden gesucht hat, der bereit ist, mit ihm zu sterben. Das bei Wien gelegene Jagdschloss Meierling wird Schauplatz einer der größten Tragödien der österreichischen Monarchie. Noch heute gedenkt man dort Rudolf und seines traurigen Schicksals. So auch Schwester Maria Magdalena. Wir beten täglich für den Kronprinzen Rudolf und für die Mary Wetschera, weil uns das Seelenheil der beiden sehr am Herzen liegt und auch aller Verstorbenen und die Menschen, die in Not sind, werden eingeschlossen. Und das sehen wir einfach als unsere Hauptaufgabe an. Nach der Tragödie ließ Kaiser Franz Josef das Jagdschloss in einen Ort des Gebets umwandeln. Es wurde zu einem Karmelitinnenkloster. Vielleicht auch, um seinem Sohn den Weg in einen himmlischen Frieden ebnen zu können. Ein Friede, der ihm auf Erden nicht vergönnt gewesen war. Der Historiker und Kurator Hannes Etzelsdorfer führt uns zu jenem Ort, an dem Rudolf und seine Geliebte am Morgen des 30. Jänners 1889 tot aufgefunden wurden. Wir sind also hier im Originalschauplatz der Tragödie, heute Gotteshaus, ursprünglich aber das Schlafzimmer. Und dort, wo jetzt der Altar steht, stand ursprünglich auch das Bett, wo man die beiden Leichen auch gefunden hat, nachdem die Tür aufgehackt wurde. Wir haben hier nebenan, nämlich das Zimmer des Leibkammerdieners Johann Loschek, der überrascht war, dass die Tür zugesperrt war. Das war sonst nicht üblich. Jetzt musste die Tür aufgehackt werden und hat gleich gesehen, was passiert ist. Das tragische Ereignis löste einen Schock am kaiserlichen Hof aus. Die Liebesbeziehung des Kronprinzen mit der erst 17-jährigen Mary Wetschera war ein Umstand, den das Kaiserhaus um jeden Preis vergessen machen wollte. Die Frage nach dem Warum stellt man sich noch heute. Es ist eigentlich noch nicht sicher, ob es jetzt wirklich Mord, ob es Selbstmord war. Und aus diesem Grunde halten wir uns eigentlich auch zurück mit einem Urteil, weil ich einfach denke, wir können es von uns aus gar nicht beurteilen, wie es wirklich hundertprozentig war, dass es uns gar nicht zusteht, dies jetzt im Einzelnen zu beurteilen. Das Leben von Kronprinz Rudolf war ein leidvolles und fremdbestimmtes, was ihn vermutlich letztlich in den Selbstmord trieb. Sein Tod hinterließ eine offene Wunde in der kaiserlichen Familie, die sich nie wieder schloss. Er erschießt sich und die Hoffnung für eine vielleicht fortschrittliche Monarchie ist durch den Selbstmord von Rudolf auch beendet. Ja, Rudolf galt oder wird auch heute immer wieder als Hoffnungsträger für die Monarchie, für den Erhalt der Monarchie wieder dargestellt. Einfach weil er auch viel moderner war und die Probleme der Zeit erkannt hat. Okay. Und nicht so konservativ war wie sein Vater. Nur die Entwicklung ist in die andere Richtung gegangen. Ob er da etwas daran hätte ändern können, am Zerfall dieser vielen Völkermonarchie, das ist dahinter gestellt. Naja, spannende Geschichte. Drogen, Schmerzen, Depressionen. Die Habsburger waren auch nur Menschen. Natürlich war nichts davon für die Öffentlichkeit gedacht. Ihre Fallhöhe war daher wesentlich größer als die Normalsterblicher. Habsburgs Leiden. Ein Blick auf Lebensläufe, der die Menschen hinter der Macht sichtbar werden lässt.